Willkommen bei ChatGPT. So, ab geht's. Heutiges Thema, ich muss mal gucken, ich schiebe mir mal OBS hier drüben. Ah ne, kann ich ja gar nicht, weil dann ist das, ich mache eine Bildschirmaufnahme. Ich hoffe, ich bin in der Mitte des Bildes, aber ist auch vollkommen schnuppe. Wir haben mal hier noch einige Beispiele. Das singende Schwein und die Nachtigall. Der Storch, der die Kinder nicht brachte, sondern selbst behielt. Okay. Gut, wollen wir mal starten, wa? Erzähl mir eine Geschichte über einen singenden, meine Fresse, schon wieder, geht das schon wieder los? Singenden Storch, der die Kinder nicht brachte, sondern selbst behielt. Mal gucken. Es war einmal ein singender Storch, der keine gewöhnliche Vogel war, der kein gewöhnlicher Vogel war. Also der Anfang ist schon mal scheiße. So, wie immer vergesse ich das hier gleich mal anzuschalten. Der kann mal schreiben. Ich mache mal hier das Dokument auf. Word. Schiebe ich mir mal wieder rüber. Bin ich mal froh, dass ich so voll ausgestattet bin. Ja, statt die Babys zu den Eltern zu bringen, beschloss er, sie selbst zu behalten und großzuziehen. Die Leute in der Stadt dachten, es sei sehr merkwürdig, aber der singende Storch war so glücklich mit seiner kleinen Familie und seinen neuen Kindern, dass niemand den Mut hatte, ihm zu sagen, dass es nicht richtig war. Mit der Zeit wuchsen die Kinder und waren genauso glücklich wie der Storch. Sie sangen und spielten zusammen und genossen das Leben in ihrer kleinen Familie. Der singende Storch kehrte. Was? Der singende Storch lehrte sie alles, was er wusste. Und ja, sie waren die glücklichsten Kinder der Welt. Eines Tages jedoch kamen ihre wahren Eltern in die Stadt, auf der Suche nach ihren vermissten Kindern. Der singende Storch wurde nervös, als er hörte, dass sie in der Nähe waren. Aber er wusste, dass er die Kinder nicht hergeben würde. Er versuchte eine Lösung zu finden und kam schließlich auf die Idee, die Kinder für einen Tag bei ihren Eltern zu lassen und ihnen zu zeigen, wie glücklich sie bei ihm waren. Am Ende waren die wahren Eltern überwältigt von der Liebe und Fürsorglichkeit des singenden Storches, dass die Kinder bei ihm bleiben sollten, solange er bereit war, sie großzuziehen. Okay. Ändern. Erstmal werde ich das hier rübernehmen. Storch. Ich werde es gleich ein bisschen verändern, dann hab ich nachher meine Ruhe. Gut. Der Storch. Der Eltern. Mal, der Storch. Der Baby-Paket-Storch. Baby-Lieferservice-Storch. Der Baby-Lieferservice-Storch. Mann, wie wird denn das mal geschrieben? Service Storch der Eltern. Der Baby-Lieferservice Storch der Eltern. Der kein gewöhnlicher
Vogel war. Okay. Gut, hier werde ich einiges ändern. Dieses Mikro reibt hier immer meine Klamotten. Ja, kabellos will ich nicht, wenn da mal die Batterie raus ist. Habe ich hier in der Aufnahme echt einen Arsch offen. Deswegen mache ich das mit Kabel. Für die Setzwecke reicht es. So, ändern. Doch einige Eltern wollten ihre Kinder behalten und klagten gegen den Storch. So, mal gucken, was macht das Programm daraus? Ja, es gab tatsächlich einige Eltern, die ihre Kinder zurückhaben wollten. Sie führten eine Klage gegen den singenden Storch und argumentierten, dass es gegen das Gesetz war, Kinder zu entführen und sie als eigene groß zu ziehen. So. Der Fall ging vor Gericht und es war eine schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite stand der singende Storch, der die Kinder mit so viel Liebe und Fürsorglichkeit großgezogen hatte. Auf der anderen Seite standen die wahren Eltern, die ihre Kinder zurückhaben wollten. Am Ende entschied sich das Gericht, dass die Kinder zu ihren wahren Eltern zurückgegeben werden mussten, obwohl es den singenden Storch sehr schwer fiel, sie loszulassen. Trotzdem respektierte er die Entscheidung des Gerichtes und gab die Kinder zurück. Okay. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Der singende Storch besuchte die Kinder oft und sang ihnen immer noch Lieder. Also sang ihnen immer noch Lieder und sie waren immer noch glücklich, ihn zu sehen. Und die wahren Eltern waren dankbar für die Liebe und Fürsorglichkeit, die er ihren Kindern gegeben hatte. Und sie waren froh. So, ich werde das mal speichern. Bis jetzt erstmal ganz gut. Ich werde dann noch ein bisschen was abändern. So, ich schreibe noch dazu, trotz alledem haben sie den Storch die Entführung nicht verziehen und ließen den Storch nur zur Liebe ihrer Kinder. So, ich muss mal kurz lesen. Trotz alledem haben sie den Storch die Entführung. Trotz alledem haben die Eltern den Storch, dem Storch. Trotz alledem haben die Eltern dem Storch, den Storch, dem, ich mach mal den draus, die Entführung nicht verziehen und ließen den Storch nur zur Liebe ihrer Kinder herein. So, okay. Das habe ich jetzt extra geschrieben auf dem anderen Dokument. Ändern. Das Gericht prüfte alle Baby, aber ich sage jetzt mal Lieferfälle und entschied sich dazu, dass alle Kinder zurückgegeben
deuten. Mal gucken. Das Gericht hatte tatsächlich alle Babylieferfälle überprüft und kam schließlich zu dem Entschluss, dass alle Kinder zurückgegeben werden sollten. Wesley Storch war schockiert und traurig über die Entscheidung, aber er wusste, dass er sie respektieren musste. Er gab jedes Kind an seine wahren Eltern zurück und verabschiedet sich von ihnen mit einem Lied und einer Umarmung. Die Kinder weinten, als sie sich von ihnen verabschieden, aber auch der singende Storch weinte, als er sah, wie sehr sie ihn liebten. Aber er wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Obwohl es ihm schwer fiel, die Kinder loszulassen, wusste er, dass es das Beste für sie war, bei ihren echten Eltern zu sein. Und so ging der singende Storch weiter durch die Welt. Nee, das werde ich jetzt mal so. Ich werde das mitnehmen. So. Ändern. Es dauerte. Warte mal. Der singende Baby Liefer Service verlor seine Lizenz. Ja. Mal gucken. Ja, nachdem das Gericht entschieden hatte, dass alle Kinder zurückgegeben werden sollten, verlor der singende Babylieferservice seine Lizenz. Ohne die Lizenz durfte er keine Babys mehr liefern und großziehen. Das war ein schwerer Schlag für den singenden Storch, da er seine Arbeit als Babylieferant sehr geliebt hatte und es sein Leben und seine Leidenschaft war. Aber er respektierte die Entscheidung und naja, beschloss schon wieder, ich mach mal ab hier. Na, so, das schiebe ich auch mal hier rüber. Er begann in Kindergärten und Schulen zu singen und und den Kindern Geschichten zu erzählen. Die Kinder liebten es, ihm zuzuhören. Und auch er genoss es sehr, mit ihnen zusammen zu sein. So. Das ist auch gut. Werde ich auch mit reinnehmen. Ändern. Wir wollen ja was Schönes draus machen. Er lernte einen Partner kennen. So, und verliebte sich. So, mal gucken, was macht er. Ja, während er durch die Welt reiste und Kinder besuchte, lernte der singende Storch einen anderen Storch kennen. Dieser Storch war ebenfalls ein großer Fan von Singen und Geschichten und sie verbrachten viel Zeit miteinander. Mit der Zeit verliebten sie sich ineinander und beschlossen, zusammenzuleben. Sie gründeten eine Familie und hielten gemeinsam ein Haus, ein Baumhaus, sag ich jetzt mal. Der singende Storch war glücklicher denn je, weil er endlich jemanden gefunden hatte, mit dem er seine Leidenschaft teilen und sein Leben verbringen konnte. Und so lebt. Ja, warte mal. Ich werde hier noch ein bisschen was ändern. So, mit der Zeit verliebten sie sich ineinander und beschlossen, sie gründeten eine Familie und hielten gemeinsam ein Baumhaus ein
gemeinsam, ich habe das ein vergessen, ein Baumhaus mit sehr vielen Nestern. So. Die Kinder liebten es immer noch. Okay, in Südsyrien. Und dann der Storch wurde Mama. Ganz kurz und mal gucken, was das Programm aus diesen vier Wörtern draus macht. Ich bin immer der Freund, Programme zu testen. Mit der Zeit wurde der singende Storch Mama. Sie und ihr Partner waren beide glücklich, dass sie eine Familie gründen konnten. Und sie, sie genossen es sehr, ihre Kinder groß zu sehen. Auch als Mama blieb der singende Storch aktiv. Und besuchte, Es kommt wieder das mit der Kindergartenscheiße. Sorry, wenn ich das mal so ausdrücken soll, aber da geht immer auf das gleiche Ziel heraus. Das war das Ziel, was ich nicht haben will. So. Ändern. Als Mama konnte er das Gefühl der wahren Eltern nachempfinden und genoss jede Sekunde mit seinen Kindern. So, das ist nämlich auch ein Punkt, als Mama konnte der singende Storch das Gefühl der wahren Eltern nachempfinden und genoss jede Sekunde mit seinen Kindern. Sie erkannte, wie wichtig es war, für ihre Kinder da zu sein und ihnen zu helfen, zu wachsen und zu lernen. Sie verbrachte viel Zeit mit ihnen, sang ihnen Lieder und erzählte ihnen Geschichten. Ihre Kinder liebten es, ja, ihr zuzuhören und mit ihr zusammen zu sein. Und sie wuchsen zu starken, glücklichen, kreativen Kindern heran. Der Storch, also der singende Storch, war stolz auf ihre Kinder und dankbar dafür, dass sie sie großziehen durfte. Sie wusste, dass sie durch ihre Leidenschaft für Singen und Geschichten, sie wusste, dass sie durch ihre Leidenschaft für Singen und Geschichten erreicht hatte. Hä? Irgendwie merkwürdig geschrieben, dass ihre Kinder ein besseres Leben hatten und sie war glücklich denn je. Okay, das kann man gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Gut, ich mache das zum Schluss, weil ehrlich gesagt der Schluss selber, der ist sowas von bescheuert, sorry, wenn ich das noch so sagen kann, was sagen muss. Okay, jetzt suche ich mir mal Neuroflash. Wie gesagt, ich teste ja immer die Programme raus. Neuro. Wie weit ist er hier? Ah, da ackert er immer noch ganz schön. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was der hier gerade vom Problem hat. Login. Ja. Blogtitel. Warum hat er mich rausgeworfen? Was haben wir denn jetzt genommen? Der Warte mal, wie nennt man das? Der singende Baby
Lieferservice Storch. So. Mal gucken, was macht das Programm? Welche Ideen hast du für mich? Mit einem Baby-Lieferservice unvergessliche Erinnerungen schaffen. Okay. Das ist irgendwie alles totale Scheiße. So. Nochmal. Die Idee waren gerade, muss ich einen Baby-Lieferservice wählen? Nein. Der beste Baby-Lieferservice-Storch. Lieferservice-Storch. Ein modernes Erlebnis. Glücklich und unterstützt. Was? Ja. Ist irgendwie alles total doof. Ist irgendwie sowas von alles total doof. Was machen wir denn daraus? So. Gibt es denn noch andere Ideen? Kaltakquise, nein. Ich nehme jetzt mal das mit als hier als YouTube-Ding. Mal gucken, was schmeißt du mir da raus? Baby Liefer Service Storch. Begleiten Sie den Storch auf einer magischen Reise. Babylieferservice, unsere Storchenkunden. Fabelhaftes Abenteuer. Der Lieferservice von Storch Baby. Fabelhaftes Abenteuer. Okay. Okay, ich mache das jetzt mal so. Der singende, warte mal, ey, ehrlich, ich brauche echt eine andere Tastatur, ich verdrück mich hier immer. Der singende Baby Lieferservice Storch. Der singende Baby Lieferservice, fabelhafte Abenteuer, der singende Baby Lieferservice Storch. So, können wir so stehen lassen. Da haben wir ja schneller eine Lösung gefunden, als ich eigentlich dachte, wa? So, ja. Und wir können nochmal durchgehen hier. Der Baby-Lieferservice durch der Eltern, der kein gewöhnlicher Vogel war. Statt die Babys zu den Eltern zu bringen, beschloss er, sie selbst zu behalten und groß zu ziehen. Und zu groß ziehen. Und groß. Und zu groß ziehen. Okay. Wir merken schon, hier ist irgendwo groß zu ziehen. Und sie zu behalten und ja, groß zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, die Leute in der Stadt dachten, es sei sehr merkwürdig, aber der singende Storch war so glücklich mit seiner kleinen Familie und seinen neuen Kindern, dass niemand den Mut hatte, ihm zu sagen, dass das nicht richtig war. Mit der Zeit In der Zeit wuchsen die Kinder und waren genauso glücklich wie der Storch. Okay, andere Formulierung, etwas altmodisch, aber passt.
Sie sangen und spielten zusammen und genossen das Leben in ihrer kleinen Familie. Das Singen durch Dorsch lehrte sie alles, was er wusste, und sie waren die glücklichsten Kinder der Welt. Okay. Eines Tages jedoch kamen ihre wahren Eltern in die Stadt, auf der Suche nach ihren vermissten Kindern. Der singende Storch wurde nervös, und als er hörte, dass sie in der Nähe waren, aber er wusste, dass er die Kinder nicht hergeben konnte. Okay, super. Er versuchte eine Lösung zu finden und kam schließlich auf die Idee, die Kinder für einen Tag bei ihren Eltern zu lassen und ihnen zu zeigen, wie glücklich sie bei ihm waren. Am Ende waren die wahren Eltern überwältigt von der Liebe und der Fürsorglichkeit des singenden Storches und beschlossen, dass die Kinder bei ihm bleiben sollten, solange er bereit war, sie großzuziehen. Es gab tatsächlich einige Eltern, die ihre Kinder zurückhaben wollten. Sie führten eine Klage gegen den singenden Storch und argumentierten, dass es gegen das Gesetz war, Kinder zu entführen und sie als eigene großzuziehen. So, Dankeschön. Der Fall ging vor Gericht und es war eine schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite stand der singende Storch, der die Kinder mit sehr viel Liebe und Fürsorglichkeit großgezogen hatte. Auf der anderen Seite standen die wahren Eltern, die ihre Kinder zurückhaben wollten. Am Ende entschied sich das Gericht, dass die Kinder zu ihren wahren Eltern zurückgegeben werden mussten. Obwohl es den singenden Storch sehr schwer fiel loszulassen, trotzdem respektierte er die Entscheidung des Gerichts und gab die Kinder zurück. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Der singende Storch besuchte die Kinder oft und sang ihnen immer noch die Lieder, und sie waren immer noch die Lieder vor. So, etwas umgangssprachlich mal gesetzt, und sie waren immer glücklich. Und sie waren glücklich. So, weniger als mehr, ihn zu sehen. Die wahren Eltern waren dankbar für die Liebe und Fürsorglichkeit, die er ihren Kindern gegeben hatte, und sie waren froh, dass sie einen so besonderen Freund hatten. Trotz alledem, das habe ich jetzt dazu genommen, haben die Eltern dem Storch die Entführung nicht verziehen und ließen den Storch nur zur Liebe ihrer Kinder herein. Das Gericht hatte tatsächlich alle Babylieferfälle überprüft und kam schließlich zu dem Entschluss, dass alle Kinder zurückgegeben werden sollten. Der singende Storch war schockiert und traurig über die Entscheidung, aber er wusste, dass er sie respektieren musste. Er gab jedes Kind an seine Eltern, an seine wahren Eltern zurück und verabschiedete sich von ihnen mit einem Lied und einer Umarmung. Die Kinder weinten, als sie sich von ihm verabschiedeten. Und auch der singende Storch weinte, als er sah, aber er wusste, dass er die richtige, also dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Obwohl es ihm schwer fiel, die Kinder loszulassen, wusste er, dass es das Beste für sie war, bei ihren echten Eltern zu sein. Nachdem das Gericht entschieden hatte, dass alle Kinder zurückgegeben werden sollten, verlor der singende Storch Lieferservice seine Lizenz. Ohne Lizenz durfte er keine Babys mehr liefern und großziehen. Okay. Das war ein schwerer Schlag für den singenden Storch, da er seine Arbeit als Babylieferant sehr geliebt hatte und sein Leben und seine
geliebt hatte und es sein Leben und seine Leidenschaft war. Okay, jetzt habe ich den Satz verstanden. Er begann in Kindergärten und Schulen zu singen und den Kindern Geschichten zu erzählen. Die Kinder liebten es, ihm zuzuhören. Und auch er genoss es sehr, mit ihnen zusammen zu sein. Während er durch die Welt reiste und Kinder besuchte, lernte der singende Storch einen anderen Storch kennen. Dieser Storch war ebenfalls ein großer Fan von Singen und Geschichten. Sie verbrachten viel Zeit miteinander und teilten ihre Leidenschaft. Mit der Zeit verliebten sie sich ineinander und beschlossen, zusammenzuleben. Sie gründeten eine Familie und hielten gemeinsam ein Baumhaus mit sehr vielen Nestern. Der singende Storch war glücklicher denn je, weil er endlich jemanden gefunden hatte, mit dem er seine der Storch er sie mit dem sie seine mit dem ja, mit dem er seine Leidenschaft teilen und sein Leben verbringen konnte. Mit der Zeit wurde der singende Storch Mama. Sie und ihr Partner waren beide glücklich, dass sie eine Familie gründen konnten. Und sie genossen es sehr, ihre Kinder großzuziehen. Super. Als Mama konnte der singende Storch das Gefühl der wahren Eltern nachempfinden und genoss jede Sekunde mit seinen Kindern. Sie erkannte, wie wichtig es war, für ihre Kinder da zu sein und ihnen zu helfen, zu wachsen und zu lernen. Sie verbrachte viel Zeit mit ihnen, sang ihnen Lieder vor und erzählte ihnen Geschichten. Ihre Kinder liebten es, ihr zuzuhören und mit ihr zusammen zu sein. So. Sie wuchsen zu starken, glücklichen und kreativen Kindern heran. Perfekt. So kann ich das stehen lassen. Und damit mache ich Cut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin noch viel Spaß und ja, tschüss. Ich mache weiter mit ChatGPT. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.